damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Outlast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel macht mich fertig. Wir sind auf der Suche nach Vater Martin. In der Treppe hat uns das Spiel wieder rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wie weit wir gegangen sind. Ich glaube, hier hatten wir auch direkt Schluss gemacht, ne? Ich glaube, da müssen wir hin. Okay, gut, machen wir weiter. Da hinten steht er ja schon. Ich glaube, das ist er. Ah, eine Batterie. Sehr schön. Ah, toll. Der ist keine große Hilfe. Na gut. Dann dürfen wir uns jetzt hier wieder durchschlagen. Oh, hier hat es auch gebrannt. Okay. Ich laufe jetzt hier einfach irgendwo lang. Ich habe keine Ahnung, wo lang, aber ich hoffe, wir kommen voran. Oh, ja. Doch, ich würde sagen, das ist richtig. Drive in the nails. Was? Fahre in die Nägel? Oha. Oha. Oh, ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Ja, wir haben so viel Wasser abgekriegt, ne? Im letzten Part. Und unsere Hände sind immer noch blutverschmiert. Okay, was haben sie hier gemacht? Sicherung für Wäscheschalter? Was stand da? Okay. Aber hier geht es nirgends so weiter. Ich will nicht wieder zurück. Da steht gleich wieder jemand vor der Tür. Ich weiß es doch schon. Hey, da ist ja auch eine Batterie. Geil. Ja, damit. Mir deine Batterie? Danke. Tschüss. Für Wäscheschacht. Wäscheschacht. Werden drei Sicherungen benötigt. Naja, eine haben wir schon. Was? Wo? Hallo? Geh weg. Hallo? Aua. Lassen Sie mich. Ich will hier weg. Machen Sie zu. Laufen Sie. Machen Sie zu. Machen Sie das auch zu. Ui. Invite the Wall Rider. Von mir aus. Noch eine Batterie, nice. Gib mir.
glaube, er hat unsere Spur verloren, oder? Sehr gut. Wenn wir den jetzt nochmal begegnen, renne ich einfach an ihm vorbei. Mal hier. Alter! Geil! Wir haben 10 Batterien. Na gut, gleich nur noch 9, aber trotzdem. Was? Warum? Ich glaube, er hat uns gesehen. Ja. Habe ich nicht eigentlich gerade gesagt, ich wollte an ihm vorbeilaufen? Verrückter Typ. Wir müssen halt da lang, ne? Oh, hi! Oh Gott! Der nächste Dude! Beil in der Hand, na toll. Und da liegt die Sicherung. Ja, geht erstmal zu den Spinden. Okay, cool. Und du? Du bist friedlich, ne? Oh Gott, jetzt haben wir den auch noch hinter uns. Hi! Hau rein! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich weiß zwar nicht wohin. Ach ja, genau hier. Mach mal zu. Hau rein da. Nein! Oh Gott, echt jetzt? Jetzt müssen wir runter irgendwie, oder was? Jetzt müssen wir in den Keller. Klar, hatten wir ja im letzten Part auch schon gesehen. Es gab einen Weg zum Keller. Batterie? Nein? Gut, weiter. Okay, da steht einer. Was haben wir hier? Sammel 15 Dokumente und vervollständige 15 Aufnahmen. Okay. Haben wir gemacht. Bin begeistert. Nicht. Oh, er hat auch eine Waffe in der Hand. Gut, aber ich habe mir jetzt hiervon eigentlich mehr erhofft. Toll. Das bringt mir also nichts. Dann weiß ich nicht, wo wir weitermachen müssen. Wir müssen, glaube ich, wieder nach oben, wa?
Ja, von hier sind wir gekommen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, oder? Ach doch, es macht Sinn. Gib mir das. Besorge den Schlüssel aus der Frauenstation. Habe ich. Und jetzt? Wohin damit? War oben eine verschlossene Tür oder was? Och, warum bist du denn jetzt auch böse auf mich? Und warum ist das abgeschlossen? Ach komm, Alter. Kannst du da rüberspringen? Nee, kannst du nicht. Haha. Okay, aber wo muss ich den Schlüssel jetzt einsetzen? Das ist doch die Frage, oder? Nee, von da sind wir, glaube ich, irgendwann mal gekommen. Hier? Ja, nice. Und schließ bitte gleich wieder ab. Oh Mann, wie kann man nur so dumm sein? Folge der Blutspur. Oh, okay, wir dürfen immer noch der Blutspur folgen. Wie nett. Wie nett. Okay, wir sind auf der Frauenstation. Wer hätte es gedacht? Wir haben hier nichts zu suchen. Oh, da müssen wir rüber, okay. Guck aber erstmal noch hier schnell. Nix. Gut. Speichert ist immer gut. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Soll ich da wieder hochklettern? Ja. Ich hab schon wieder Panik gekriegt, ne? Ja, ich dachte, wir müssen da unten jetzt nochmal durchlaufen. Okay. Folge der... Ja. Dasselbe Loch nochmal gefallen. Nice. Folge der Blutspur, wollte ich gerade sagen. Da jemand? Nein. War bloß ein kleines Loch hinter den Brettern. Ja, es gibt wieder mehrere Wege. Oder auch nicht. So viel dazu. Wo geht denn die Blutspur überhaupt lang? Wir haben keine Blutspur mehr. Toll. Batterien? Nein? Schade.
Da gehen wir gleich rein. Lei? Lüge? Ich hab nicht gelogen. Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die, in Anführungszeichen, Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an... was auch immer, CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Okay, er hat auf jeden Fall mehr rausgefunden als ich gerade. Also ich hätte gedacht, irgendein Ritual. Naja. Okay. Jo, dann müssen wir da lang. Ach komm. Oh nee, ne? Oh nee. Die Zwillinge? Echt? Weil die können sich auch peilen, ne? Und ich nicht. Super. Na toll. Da ist der andere. Ich renne einfach an ihm vorbei. Tschüss. Was? Da war der Kopf ab. Okay, wir müssen irgendwie an den vorbeikommen. Frage ist nur wie. Hier? War das gut? Funktioniert das? Natürlich ist hier zu. Okay, geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ob die jetzt nochmal kommen? Ich hoffe nicht. Aber wir werden sie bestimmt nochmal wiedersehen. Toll, wir haben keine Kamera mehr. Du brauchst deinen Camcorder, um dich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Ja, nee, wirklich jetzt? Ich will nicht. Ja, ich sehe halt einfach gar nichts, ne? Gut, meine lieben Freunde, dann sind wir aber hier am Ende. Den Rest machen wir im nächsten Part. Gut. Dann sage ich erstmal an dieser Stelle wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen.
Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, dann sehen wir uns im nächsten Part von Outlast oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.